Ja, ganz klar waren wir sehr froh, dass wir das Spiel in Paderborn gewinnen konnten. Ich glaube, es war für alle enorm wichtig, für die Mannschaft, für das Umfeld, für die Fans. Ein Derby natürlich ist immer schön für die Fans zu gewinnen. Aber letztendlich war es für uns einfach wichtig zu sehen, dass wir mithalten können, dass wir gerade nach dem Rückstand auch wieder zurückkommen können. Und deswegen war es einfach rundum gelungenes Wochenende für uns. Also ich persönlich finde es sehr wichtig, vor der Länderspielpause mit einem positiven Ergebnis abzuschließen, weil man dann einfach mit einem besseren Gefühl in die Pause geht. Man hat 2 Wochen Zeit zu trainieren. Es macht einfach mehr Spaß. Die Stimmung in der Mannschaft ist besser. Und ja, so eine Länderspielpause ist nicht unbedingt Pause im Trainingsbetrieb, sondern da legt der Trainer nochmal eine Schippe drauf, das hat er auch gemacht und wir haben da nochmal Gas gegeben, haben da nochmal ein bisschen was für die Kondition gemacht und haben die Pause dementsprechend gut genutzt. Ja, ich finde es schon sehr wichtig, dass man flexibel ist, dass man einfach mehrere Systeme spielen kann. Man kann sich so besser auf den Gegner einstellen, man kann auf Besonderheiten vom Gegner kann man schneller und besser reagieren, einfach wenn jeder im Team weiß, im 4-1-4-1 habe ich diese Aufgaben, im 4-2-3-1 diese. Und dann, wenn dann von außen oder vor dem Spiel das Kommando kommt, wir spielen heute das System oder unterm Spiel stellen wir um, weil wir einfach nicht zurechtkommen oder was verändern möchten, ja, dann weiß jeder, was er zu machen hat und davon profitieren dann alle. Und ja, das sind natürlich Einheiten im Training, wo wir das einstudieren. Das sind dann öfters mal etwas zähe Trainingseinheiten, weil das ja viel mit Verschieben und einfach taktische, stupide Sachen auf dem Platz, wo man dann gegen Dummies steht, wo jetzt nicht so viel der Ball im Vordergrund steht, sondern einfach, dass man die Laufwege einstudiert. Und das sind aber wichtige Trainingseinheiten, wo man dann letztendlich davon profitiert, wenn jeder weiß, wo er hinzulaufen hat. Ja, Erkenntnisse. Der Trainer hat einiges ausprobiert, hat für die Jungs, die länger verletzt waren, die haben ein bisschen mehr gespielt oder auch die Spieler, die in der letzten Zeit nicht ganz so viel gespielt hatten, war es natürlich wichtig, dass die Jungs wieder Spielpraxis bekommen haben. Und ja, dafür sind solche Spiele da, dass jeder wieder in den Rhythmus kommt und Spielpraxis sammeln kann. Das ist ja das Gute, dass wir sagen können, wir sind noch nicht da, wo wir hinwollen. Es gibt immer noch Entwicklungspotenzial. Und angefangen davon, dass wir in der Defensive noch besser stehen, bis nach vorne, dass wir torgefährlicher werden. Das trifft einfach auf den Punkt. Ja, mit gemischten Gefühlen gehe ich da so ein bisschen ran. Also 6 Punkte sind erstmal nicht schlecht als Aufsteiger. Aber ich glaube, wir wissen alle, dass wir in den ersten 3 Spielen den einen oder anderen Punkt liegen lassen haben. Und das wäre schön gewesen, wenn wir die am Anfang auch geholt hätten und jetzt den einen oder anderen Punkt mehr haben können. Heidenheim hat es bisher sehr, sehr gut gemacht. Wir stehen nicht umsonst relativ weit oben und haben einige Punkte schon geholt. Und wir werden uns konzentriert auf das Spiel vorbereiten und wollen natürlich den ersten Heimsieg einfahren, keine Frage. Es ist die Bewegung, die Möglichkeit, einfach über seine Grenzen hinauszugehen. Es ist vielleicht auch ein bisschen das Gefühl zu fliegen. Mir ist wichtig, dass man sich auf die Krankenkasse verlassen kann.